Die kommenden Screen Actors Guild Awards, SAG, könnten für Christina Applegate die letzten sein. Das verriet die US-Schauspielerin in einem aktuellen Interview mit der Los Angeles Times. Die 51-Jährige hatte im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose leidet. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und 12 bis 14 Stunden am Set zu verbringen. Sie werde die Krankheit jedoch niemals akzeptieren, verriet sie im November 2022 gegenüber der New York Times. Obwohl die Schauspielerei nun nicht mehr auf ihrem Radar steht, hat Applegate ihren nächsten Karriereschritt jedoch bereits im Blick. Eine ganze Menge Voiceovers machen, um etwas Geld zu verdienen, damit meine Tochter satt wird und wir ein Zuhause haben, sagte sie der Zeitung Los Angeles Times. Nachdem sie die Diagnose erhalten hatte, mussten die Dreharbeiten für die dritte und letzte Staffel der Serie Dead to Me für rund 5 Monate pausiert werden. Applegate ist nun für ihre Hauptrolle als Jen Harding in der Comedy-Serie für die herausragende Leistung als Schauspielerin nominiert. Die Nominierung ist ihre 6. SAG-Nominierung. Die 29. Screen Actors Guild Awards werden am 26. Februar im Fairmont Century Plaza in Los Angeles, Kalifornien, verliehen.